Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pirates Legend. Neue Woche, neues Glück, sag ich immer. Und ja, ich bin wieder mit dabei, euer Blacky. Es geht direkt los, ich starte direkt mal das Spiel hier. Und ich wollte direkt mal eine Mitteilung machen. Und zwar gab es am Samstag, also letzten Samstag, gab es richtig geilen Livestream von Pirates Legend. Beziehungsweise hier, ne, Sailing World und Pipapo und überhaupt. Und habt ihr nicht gesehen. Und zwar von Schnico91, das ist so eine kleine Gruppe von Leuten, die sich halt jetzt vorgenommen haben, es öfter mal Livestreams zu machen und Fragen von der Community halt zu beantworten. Und ich finde, die Sache haben sie verdammt gut geregelt gekriegt. Sie haben sehr, sehr viele Fragen beantwortet, hatten auch teilweise richtig gut Zuschauer, also so 50, 60 Stück waren immer so durchschnittlich so dabei. Fand ich mega cool. Ich habe die Jungs auch ziemlich lange halt begleitet. Ich wollte eigentlich auch mit selbst dabei sein. Aber ich habe es zeitlich halt nicht hingekriegt, weil ich noch ein paar Unterlagen bearbeiten musste, die ich jetzt bald einreichen muss und pipapo. Also alles nur total müde Lektürik. Aber ich habe den Livestream immer so im Hintergrund laufen lassen und habe da immer so im halben Ohr hingehört. Und ich muss sagen, die Jungs haben das echt hervorragend gedeichselt. Ich bin dafür, dass ich gar keine Erfahrung hatte mit Livestreams und so weiter, war das echt eine verdammt gute Nummer. Und ich kann euch nur raten, Lungs, schaut da mal öfter mal vorbei. Ich denke, der Livestream wird jetzt auch öfters mal stattfinden. Ich vermute mal, das werde ich mit den Jungs dann noch genauer absprechen. Ich werde euch dann noch genaueres zu sagen, wann das dann stattfindet. Ihr könnt sie ja schon mal auf Twitch suchen und abonnieren. Das Schnico wird geschrieben S-C-H-N-I-C-O und dann 91 dahinter. Boah, jetzt hätte ich mich beide verhaspelt. Ey, Jungs, Alter. Auf jeden Fall könnt ihr Jungs da mal adden und die würden sich bestimmt freuen, wenn ihr das tut. Und ja, begleitet sie einfach mal auf ihren Livestream. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, das wird eine richtig coole Nummer mit den Jungs. Und vielleicht lade ich sie dann auch zu meinem Livestream ein, wenn ich den jetzt irgendwann mal machen werde. So langsam sollte ich mal wieder in die normale Routine reingehen. Es wurde sich auch ein Livestream, wurde auch hier und da mal, ist da auch mein Name gefallen. Und da gab es natürlich auch ein paar Hinweise von wegen, ja, er macht die Sache ganz gut, dafür danke ich euch auf jeden Fall schon mal, aber er könnte einige Sachen verbessern und ja, da habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, könnte ich machen, ne? Müsste ich eigentlich auch mal machen, weil es wird, denke ich mal, langsam Zeit, dass wir hier mal das Niveau wieder ein bisschen anheben. Ich meine, ich hatte jetzt eine lange Zeit eine Flaute und ich finde, wir sollten da auch wirklich mal ein bisschen dran arbeiten, dass wir mal ein bisschen bessere Klamotten wieder reinkriegen, auch mal das ein bisschen mehr Informationen und also Scheiß halt mit hier reinkommt. Und da ist zum Beispiel einer meiner Abonnenten, der hat mich halt gefragt, ob ich nicht mal mein Team zeigen kann und vor allen Dingen auch deren Partner und wie ich sie füttere und alles Mögliche. Und das werde ich heute auch mal tun. Und zwar möchte ich euch gerne hier erstmal meinen schönen Enel zeigen. Mein Enel hier, ne? Mein Enel, ne? Den habe ich natürlich als Partner, habe ich hier Jimbai auf Gold drin, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wie füttert man die beiden? Ja, also ich habe mich auf jeden Fall stark darauf spezialisiert, natürlich, das macht wahrscheinlich auch jeder, beide auf MATK auf jeden Fall zu füttern, weil das ist nämlich Sinn und Zweck von den beiden. Das sind halt Damage-Dealer und die sollten auch auf MATK halt gefüttert werden. Und deswegen liegt der Wert auch bei 118.000 mittlerweile. Ich bin mal gespannt, wie das abgeht, wenn ich Enel bald auf Rubin mache, dann geht da, denke ich mal, richtig ab, weil hier auf Rubin, da kriege ich dann nochmal extra zusätzlich nochmal 8 Führungspunkte, die muss ich natürlich, ich glaube, die habe ich sogar noch. Das dürfte eigentlich nicht so das Problem sein. Ich habe mittlerweile 3 Steine, müsste sogar fast 4 haben. Also lange dauert es nicht mehr, dann geht der endlich hier auf Rubin und dann wird es richtig lustig. Ne? Zusätzlich wird er dann auf jeden Fall über 1 Million HP haben, das wird natürlich nochmal richtig nice. Und er kriegt nochmal 33.000 MATK dazu. Ja, das dürfte richtig schön wehtun. Ne, Geschwindigkeit wird auch nochmal erhöht auf 45.000. Das ist natürlich für Enel ein ganz schöner Tobak. Dadurch wird er natürlich mega, mega schnell. Ne? Ja, mein Jimbai. Kann ich das hier jetzt so auswählen? Ne, kann ich nicht so auswählen. So, dann gehen wir erstmal. Ich kann ja erstmal hier meinen Jimbai zeigen. Hier ist mein Jimbai. Jimbai hat auch hier 133.000 live. 633.000 live, 76 MATK und so weiter und so fort. Also das ist schon ziemlich gut. Ich könnte natürlich, das Problem ist bei Enel, ja, wenn man hier mal so guckt, bei den Partnern,
Da ist die optimale Lösung natürlich Nico Robin für Speed, ne, sagen sie, und Gunford für MATK. Ich finde, das könnten sie langsam updaten, dass da mal ein paar andere Leute noch mit reinkommen, die halt zusätzlich noch einen Bonus geben, weil das hier ist Müll. Ja. Die beiden, das lohnt sich einfach nicht. Da ist ein Jimbei auf jeden Fall viel besser drin aufgehoben als irgendeine andere Rotze. Deswegen behalten wir den auf jeden Fall drin. So, Raylight, das ist natürlich auch einer in meinem Team. Da habe ich die Boa Hancock als Partner drin. Ne, weil die halt auch Speed gibt und ich meinen Ray gerne ein bisschen mehr auf Speed habe. Es gibt Leute, die tun da lieber Kuma rein, Kuma auf 9 oder halt Kuma Gold wäre natürlich noch besser. Lohnt sich auf jeden Fall, dadurch kriegt natürlich Raylight noch ein bisschen mehr HP. Dadurch, dass aber Ray später sowieso auf Rubin gehen wird sich das sowieso nicht mehr lohnen. Ich habe sogar schon von vielen gehört, weil ich fütter ihn jetzt quasi nur auf HP. Ja, genauso wie ich Boa Hancock nur auf HP gefüttert habe. Die bringt ja von sich aus schon genug Speed mit. Deswegen beide auf HP. Ist eine gute Sache. Kann man mit Boa Hancock auch gut machen. Ja, also ist gar kein Thema. Ja, ich habe aber schon von vielen gehört, wenn Raylight halt auf Rubin geht, dass sie dann halt quasi alles nochmal zurückgesetzt haben und komplett auf MATK gefüttert haben. Ist auch eine coole Sache. Dadurch macht er natürlich mehr Schaden, als er als jetzt, sag ich mal, als wenn er nur auf HP gefüttert ist. Und das soll wohl schon einiges bringen. So, abgesehen davon wäre Ray, falls man ihn dann irgendwann mal braucht, der super MATK-Partner, weil er T1 ist halt. Und mega cool. Also wie gesagt, die beiden fütter ich auf jeden Fall beide auf HP. Ne, ich kann euch ja mal hier nochmal die Boa Hancock zeigen. Hier ist meine Boa Hancock. Ne, die hat schon allein an Leben 583.000, das ist schon ganz gut. Und 18.400 Speed bringt sie mit. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? So ist das halt. Vielleicht geht sie auch irgendwann auf Gold, dann können wir mal gucken. So, als nächstes hätte ich hier noch mein Trafolgar-Lore. Und da sind sie ja also zurzeit alle ein bisschen heiß drauf, weil viele haben mich angeschaut, Alter, der ist auf 7, warum ist der so stark? Warum geht der so ab? Ganz einfache Sache, ich habe Marco als Partner drin auf Gold. Ist jetzt nicht die optimale Wahl. Ja, es gibt da auf jeden Fall deutlich bessere, die man da reintun könnte. Unter anderem zum Beispiel Blackbeard wäre eine gute Wahl. Dann hast du einen schönen Speedheiler, der natürlich mega krass abgeht. Ne? Wenn man in der ersten Runde jemand hat, der Wuff und Heilung und sowas, ne, ist das natürlich eine coole Nummer. Aber da ich Marco reingetan habe und ein bisschen, sag ich mal, beide auf MATK habe ich auf jeden Fall gefüttert, dadurch kommt er natürlich hier schon auf 70.000 MATK. Dadurch heilt er natürlich ziemlich gut, hat dafür auch Leben von 712.000. Ist auch nicht schlecht. Und eine Geschwindigkeit von 26. Das ist okay. Ist zwar nicht optimal. Also wenn man einen Speedheiler haben will, sollte man vielleicht überlegen, da irgendwann mal Blackbeard reinzutun. Ansonsten gibt es da bestimmt noch ein paar andere. Ich glaube, optimal wäre, glaube ich, Don Flamingo noch. Meine ich jedenfalls. Verbindung. Don Flamingo wäre natürlich optimal für Lebenspunkte. Dann hat man natürlich den Trafolgar-Lore noch mit vielen Lebenspunkten. Und Don Flamingo ist auch der beste T2 Speedpartner, den man haben kann. Also dann hätte man so gesehen auch noch einen Speedpartner. Also wenn man keinen BB hat, sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man da ein Don Flamingo reintut. Nicht so wie ich hier so Marco. Das ist quasi nur eine Übergangslösung. Dann hätte ich hier noch meinen Sengoku. Mein Sengoku ist natürlich ein Stunner. Stunner füttert man quasi. Nein, nicht quasi. Man tut's. Man füttert die auf Speed. Speed ist das A und O bei einem Stunner. Ja, ganz davon ab bringt Sengoku natürlich noch sehr, sehr viele Lebenspunkte mit. 937.000 HP ist natürlich schon eine gute Zahl, sag ich mal. Ne? Den könnte man auch locker mal in der Front stehen lassen als Tank. Falls man jetzt sagt, ich spiele jetzt lieber mit 3 DDs, pack meinen Ray vorne rein, pack Sengoku vorne rein. Da hast du vorne eine Mauer stehen, die geht nicht so leicht kaputt. Und wenn ihr Glück habt, wird sogar Sengoku getroffen und macht direkt seine Ulti. Das ist natürlich auch eine geile Nummer. Ja. Wie gesagt, beide auf Speed gefüttert. Ne? Mein hier blauer Fasan habe ich natürlich auch da drin. Ne? Auch natürlich auf Speed gefüttert, auf Gold. Ja, ist natürlich jetzt nicht so optimal. Ich habe jetzt hier 55.245 Speed Wert. Das ist mir eigentlich zu wenig. Ne? Ihr wisst bestimmt, Guru Saiya E, ne? Oder Gold die Roger sind um einiges besser. Ja, ich würde sogar ein Gold die Roger auf 4 wahrscheinlich bevorzugen als ein Guru Saiya auf 6. Ja, das ist wirklich schon vom Speedwert her echt überirdisch. Allerdings ist jetzt hier mein blauer Fasan jetzt auch nicht die optimale Lösung.
Da wird auf jeden Fall später mein Don Flamingo auf Gold reinkommen, weil er halt komplett auf Speed gefüttert ist und der wird nochmal den Speedwert von Sengoku auf jeden Fall ordentlich anheben, sobald er auf Gold ist natürlich. Bis jetzt, solange bleibt natürlich mein hier, mein, ne, mein Ding ist hier drin. Ich weiß gar nicht, welche Verbindung haben wir hier. Whitebeard hätten wir noch. Blackbeard wäre natürlich auch mega nice. Das ist der beste Speedpartner, den man haben kann. Der, ich weiß gar nicht, ob Goldie Rusher mittlerweile besser ist, aber ich glaube, Blackbeard war jedenfalls immer der beste Speedpartner, den man halt haben konnte. Und wenn man den auf Gold da reintut, dann explodiert das Teil. Ja, kann man nicht anders sagen. So, was haben wir noch? So, auf jeden Fall habe ich euch jetzt hier mal mein Sengoku gezeigt. Ich kann euch hier noch meinen blauen Fasan zeigen. Der hat einen Speedwert von 49.000, bringt er schon mit. Das ist natürlich mega schnell. Das ist jetzt sogar schon fast so schnell wie Sengoku. Ist aber leider nur allerdings eine T2 und T1 wird halt mehr Prozente geben bei der Verteilung. Allerdings bringt er schon 127.000 HP mit. Das ist auch ganz okay, kann man sagen. So, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir natürlich noch meinen Tank, der aber bald nicht mehr in meinem Team sein wird, weil ich natürlich mich auch entschieden habe, mit zwei DDs zu spielen, weil einer ist einfach viel zu wenig. Nur Enel, Kacke, richtig scheiße. Deswegen hoffe ich natürlich, dass meine Prinzessin bald mal nach oben kriegt, ne? Dass man die auf Gold ziehen kann und dann geht es hier mega ab hier im Laden. So, jetzt haben wir hier natürlich Affe Gab, ne? Habe ich Don Flamingo. Ach, Don Flamingo. Ich hab's leider schon wieder getan. Ich habe letzte Woche sowieso schon mal mich einmal versprochen, glaube ich. Ne? Wurde ich auf jeden Fall unter Video angesprochen. Nein, natürlich ist das Crocodile. Crocodile auf 9 habe ich reingepackt. Als HP-Partner. Natürlich beide vollkommen auf HP gefüttert. Tank füttert man nur auf HP. Ne? Und man könnte natürlich hier noch einen Shanks reintun. Das wäre natürlich super wenn man den Garp jetzt auf ATK spielen würde. Das wäre natürlich mega geil. Oder man nimmt halt hier Sakazuki und spielt dann auf Lebenspunkte. Es geht natürlich auf. Natürlich könnt ihr auch einen Ace reintun. Das ist auch ein guter für ANG. Und die beiden, ne? Und man sollte auf jeden Fall Gab ab. Okay, ich sag mal so. So ganz richtig war das nicht. Nicht beide auf HP. Das stimmt eigentlich gar nicht. Also ich habe Gab, bis er auf Lila 5 war, voll HP gefüttert. Und seit er auf 5 gegangen ist, fütter ich ihn eigentlich nur noch auf Angriff. Und deswegen hat er jetzt auch schon 37.000 auf Angriff. Das wird natürlich noch höher gehen, umso höher der steigt. Kommt immer mehr Angriff rein, Angriff, 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 weil der soll nachher natürlich auch Schaden machen. So sieht's aus. HP hat er genug, seht, er hat fast 907.000. Das heißt, er knackt auch bald die Mille. Ne, da müsste ich ja nur auch Crocodile auf Gold ziehen. Und dann sind wir damit durch. Dann war es das. So. Und wenn wir jetzt gerade hier so dabei sind bei der schönen Formulierung, wie fütter ich meine Partner, kann ich euch direkt mal sagen, wie man die auch ausrüstet mit den Früchten. So. Früchte. Falls ich einen Fehler mache, ihr könnt mich gerne korrigieren unter den Videos. Vielleicht habe ich ja irgendwo noch einen Dreher drin. Zum Beispiel hier bei Enel habe ich zum Beispiel drin, ne? Auf jeden Fall Magie. Magieschaden. Auf jeden Fall erhöhen. Maximum, ne? So hoch wie es geht. Kritisch Treffer natürlich auch. Muss sein. Dann natürlich Lebenspunkte 40.000. Muss auch sein, muss nicht sein. Kann auch sein, dass man was anderes reintun kann, was besser ist. Aber Lebenspunkte, bei Enel geht es sonst ziemlich schnell kaputt. So, Ray ist natürlich, denke ich mal, selbstverständlich, dass Lebenspunkte rein müssen. Tank, ne? Quasi. Ausweichen habe ich noch drin, damit er halt besser ausweicht, ne? Ist klar, logisch. Und natürlich ein Magie-Schaden habe ich jetzt mal reingetan. Ich weiß nicht, ob man da was Besseres reintun kann. Ich weiß nicht, Speed könnte man vielleicht noch reintun. Das wäre vielleicht sogar besser, wenn man Speed reintut. Kann ich mir vielleicht mal überlegen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine verkehrte Idee. So, Trafalgar-Lore. Da habe ich natürlich, um halt die Heilung zu steigern, natürlich Magie drin. Ne? Ausweichen habe ich drin. Weil hier ein Heiler sollte man auf jeden Fall auf Ausweichen spielen, damit er halt weit. Man sollte sowieso später mehr anfangen, auf Ausweichen zu spielen. Weil das alles sonst nichts mehr bringt. Ja, wenn der Stunner eure ganze Truppe stunt. Dann ist vorbei, das ist Schicht im Schacht. Deswegen ausweichen, damit er die Ulti den Heiler wenigstens verfehlt, damit der Heiler die Leute aus dem Scheiß dann rausziehen kann. Ne? Lebenspunkt habe ich natürlich auch drin, falls er mal richtig getroffen wird oder so. Sollte man auf jeden Fall beachten. So, Sengoku, 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 Hit, sehr wichtig, Hit. Für einen Stunner ist Hit das Wichtigste, damit der andere nicht ausweicht. Das ist wieder dieses Gegenpol, ja.
dass man hier auf jeden Fall auf die Hitfrucht geht. 16% Hit, das sollte auf jeden Fall mega doll ausreichen, um hier ne, voll auf die Nüsse zu hauen. Damit trifft man auch wahrscheinlich zu 100% fast. Ja. Die Frucht geht natürlich noch viel, viel höher. Ich habe es jetzt auf 7. Ne? Aber ich denke mal, 16% Hit ist schon eine ganz gut ordentliche Zahl. So, Geschwindigkeit ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für, ne, hier, für so einen Stunner. Die habe ich jetzt mittlerweile schon auf 10, weil ich natürlich die Geschwindigkeit viel wichtiger finde als andere beim Stunner. Er soll natürlich schnell sein. Er soll schneller sein als der andere Stunner. Weil ist er nicht schneller als der andere Stunner, habt ihr quasi schon verloren. Ne? Es sei denn, der Heiler ist nicht gestunt oder sonst irgendwas. Das ist A und O. Der Stunner muss verdammt schnell sein. So, zusätzlich gibt man ihm natürlich noch Sengoku hier halt Leben. Das kann er sehr gut gebrauchen. Damit kann er nun natürlich noch als Tank fungieren, habe ich ja schon gesagt. So, Gab packe ich rein. Immer Lebenspunkte auf jeden Fall. Das ist ja Tank, ne? Muss man machen. Kritische Treffer habe ich gemacht, weil ich den jetzt halt auf Angriff spiele. Plus natürlich, ne? Angriff halt. Also PRANG, um halt, ne? Die Schaden zu erhöhen. So, die Partner von den Leuten, ne, sollte natürlich ganz anders gefüttert werden, ausgestattet werden mit den Früchten. Dann kann man zum Beispiel solche Sachen wie Ausweichen, Hit und so weiter in eine Tonne kloppen. Wird nicht weitergegeben, braucht ihr nicht. Weg damit. Partner, auf keinen Fall Ausweichen geben, kein Hit geben, auch nicht in der Ausrüstung, braucht ihr nicht, ist überhaupt nicht, ne, braucht ihr nicht. So, das heißt, hier zum Beispiel, ne, habe ich jetzt drin Magieschaden, Geschwindigkeit, Lebenspunkte. Standard, ja, alles was der Hauptschar braucht, rein damit. Genauso wie hier, ne, Magie, Geschwindigkeit, Lebenspunkte, das A und O. So, Marco, Magie, Lebenspunkte, Geschwindigkeit. So, Crocodile, hier wird's jetzt lustig, Geschwindigkeit, Lebenspunkte und Angriff, ne, ist mal was anderes, ne? Versteht ihr das Prinzip? Locker, ganz easy. So, Hancock. Magie, Geschwindigkeit, Lebenspunkte. Partner werden meistens immer so ausgestattet. Nein, eigentlich werden sie immer so ausgestattet. Nicht meistens, ist immer so. Ja, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal, wie ihr die füttern müsst und was ihr so an Früchten reinknallen müsst. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man so wissen sollte in puncto, ne? Stars zusammenstellen mit Früchten und so weiter und so fort. Das war es eigentlich schon wieder für heute. Mein Gott, wir haben sogar überzogen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber so habe ich jetzt jedenfalls mal mein Team gezeigt, wie man sie füttert und wie man ne, so die Früchte verteilt. Damit ihr mal so einen kleinen Überblick habt, vor allen Dingen auch die Neulinge unter euch, ist das vielleicht mal ganz interessant gewesen. Ich weiß, euch alte Hasen habt ihr wahrscheinlich jetzt gedacht, so verdammte Scheiße, der hat hier und da mal einen Fehler eingebaut. Schreibt sie einfach in die Kommentare, dann kann ich es auch immer noch ausbessern. Ich bin natürlich immer für Verbesserungsvorschläge gut. Ne, ich will ja auch nach vorne. Deswegen seid mir da bitte nicht so streng. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.